Ja, herzlich willkommen zu meinem Vortrag über Swagger, über die Dokumentation von REST-APIs. Mein Name ist Daniel Pozzi, ich bin 39, Familienvater, Entwickler, auch Quereinsteiger in die IT. Also ich gucke gerne mal rechts und links, irgendwie hat sich das so ergeben. Heute wurde ich überredet, über Swagger einen Vortrag zu halten, obwohl ich eigentlich damit lange auf Kriegsfuß stand. Mein Profil ist da, Swagger kann man unter Swagger.io finden. Und zeige am Anfang direkt das Interessanteste an Swagger meiner Meinung nach, dass man halt APIs leicht dokumentieren kann und auch für sozusagen Endanwender, die nicht unbedingt technisch so bewandert sind, denen kann man trotzdem ein nettes Tool zur Verfügung stellen, dass sie die API direkt ausprobieren können. Ich wollte den Vortrag so gestalten, dass ihr jederzeit zwischendurch fragen könnt und ich versuche dann die Fragen zu beantworten. Ich will eigentlich keinen Schwerpunkt legen auf Java, aber das Beispiel, was ich mitgebracht habe, läuft in Java. Ich habe selber ein bisschen oder viel Background in PHP und der Dirk da in der Mitte, der hat viel Background in Java, der wird dann die restlichen Fragen beantworten. Dann lege ich einfach mal los. Das Tolle an Swagger ist halt diese API für Nichtentwickler. Hier selber bei Linux, wir haben eine Software für IT, für Enterprise Architecture Management, das ist halt IT-Management, welche Applikationen habe ich in der Firma, welche Nutzergruppen benutzen die, welche Prozesse sind damit verbunden und so weiter. Und wir haben viele große Firmen als Kunden und moderne Software, die braucht auch eine API, wir haben eine REST-API und die Firmen, die nutzen die tatsächlich auch sehr viel. Es gibt zum Beispiel einen Kunden, der hat sich eine iOS-App selber entwickelt, um auf unsere API zuzugreifen. Und dazu war es extrem hilfreich, dass wir ein SDK für iOS zum Beispiel bereitstellen. Oder es gibt andere Kunden, die nutzen das mit PHP. Und Swagger ist genau das Tool, um sowas bereitzustellen. Also wir können halt mit dem, was ich gleich zeige, verschiedene SDKs generieren, weil alles im Endeffekt auf einem Schema basiert, das die API beschreibt. Ja, dann will ich direkt mal das Demo zeigen. Also kann man, wenn man das irgendwie nicht gut lesen kann, einfach Bescheid sagen. Also ich habe jetzt versucht, so weit wie es geht mit der Technik klarzukommen. Das wird jetzt noch nicht laufen. Ne? Genau. So, ich starte jetzt mal meinen Demo-Server hier. Das ist halt, wie gesagt, diese kleine Java-App. Wenn ihr... Oh. Was ist los? Ihr könnt weniger sehen als ich. Ja, da muss ich jetzt mal hier rausgehen. Und Sekunde. Also, super. Ja, da ist es schon weiter gescrollt. Also das ist eine Java-App, die läuft jetzt. Jetzt gehen wir mal hier auf diese Oberfläche von Swagger UI. Ein ganz kleines Demo. Swagger hat ein eigenes Demo, das heißt Pet Store, so ein Zoohandlung oder sowas. Das ist habe ich ein bisschen eingedampft auf ganz wenige Ressourcen. Hier seht ihr die Oberfläche Swagger UI, das ist HTML. Und ich gebe dem HTML hier oben so ein Schema mit, das werde ich gleich noch erklären. In dem Fall hier wird es direkt auch von der Anwendung mit ausgeliefert. Dieses Swagger UI, das HTML, liest dieses JSON und generiert daraus diese Oberfläche. Also ich habe eine einzige Ressource, die heißt Pets. Und wenn ich darauf klicke, ich hoffe, ihr könnt das gut lesen, also dann zeigt er mir halt, was für Methoden auf der Ressource möglich sind. Also zum Beispiel Get würde mir alle Tiere jetzt, alle Pets zurückliefern, Post, damit kann ich ein neues anlegen und so weiter, wie halt eine REST-API funktioniert. Ich kann jetzt Pets weiter aufklappen. Da stehen dann noch meine Notizen drin, die ich da an die Dokumentation dran geschrieben habe. Also ich lese das mal vor, weil es vielleicht schwierig sein könnte. Also zum Beispiel steht hier Lists all the animals in the shelter. Das habe ich in Code annotiert und der generiert mir halt im Endeffekt hier an der Oberfläche diese Dokumentation. Mein Modell hier, das ist ein einfaches Tier, das hat Name, Race und Gender, also Name, Rasse und Geschlecht. Ich kann hier nochmal draufklicken, dann zeigt er mir halt, aus welcher Klasse das ehemals stammt. Gender ist halt ein Enum in dem Fall, also männlich, weiblich, unbekannt. Und das kann ich jetzt einfach mal ausführen. Also hier unten kann ich sagen, welchen Response-Type möchte ich gerne haben, JSON oder XML.
Hier geht Node.json und ich hoffe, ihr könnt das jetzt noch lesen. So, ich zeige dir mal, welche Curl-Anfrage wurde gesendet, welche URL wurde angefragt und der Response-Body ist halt hier ein Array. Da drin ist ein einziges Tier drin in meinem Shelter. Das heißt halt Joe the Ripper, das ist ein Hund. Der ist männlich und der ist gefährlich. Ne? So, Response-Code 200, das war's. Und dann zeigt er halt hier noch die Headers an. Und diese API kann man, glaube ich, einigermaßen gut auch jemandem zur Verfügung stellen, der sich nicht so gut mit Software auskennt. Ne? Also Projektmanager zum Beispiel. Dann kann ich ihm auch zeigen, wie kann ich hier neue Tiere anlegen. Ne? Also hier möchte ich gerne ein neues Tier hinzufügen. Klicke ich einmal hier hin, dann habe ich schon so ein Beispiel. Also Name heißt er jetzt mal, das Tier heißt Jeff. Die Rasse ist eine Schlange, das reicht ja mal als Rasse. Und das Geschlecht ist Female, ist jetzt auch mal egal. Hier unten steht noch die möglichen Statuscodes, die mir die API zurückgeben kann, also 422. Wenn ich zum Beispiel irgendwas falsch ausfülle und die Applikation entsprechend reagiert, dann kriege ich halt 422. Das mache ich jetzt mal. Hier seht ihr, welcher Curl-Request abgesendet würde. Response Body wurde der Jeff angelegt. So, wenn ich jetzt oben wieder auf meine Pets gehe und die alle mal hole, dann steht auch hier eben Joe the Ripper. Nee, was habe ich da? Jeff. Den Jeff habe ich dahin, oder die Jeff habe ich da hinzugefügt. Ja, das ist so im Wesentlichen das Tolle an Swagger, bis auf die SDK-Generierung, die ich nachher noch zeige. Jetzt gehen wir mal ein bisschen ins Technische rein. Oder auch nicht? Doch. Genau. Also hier ist ein Screenshot von unserer REST-API, die wir in Produktion haben. Ja, wie gesagt, wir nutzen das, funktioniert super. Wir benutzen das noch in Swagger Version 1. Alles, was ich heute vorstelle, ist Swagger Version 2. Da sind ein paar Kinderkrankheiten raus. Das im Prinzip ist aber sehr ähnlich. Ja, so, jetzt wird es halt technisch. Hier sieht man so einen Teil von einer Spezifikation, die daraus gebildet wurde. Also das JSON-Schema und es beschreibt halt jetzt hier die Ressource Pets und die Methode Get zum Beispiel. Alles, was ich im Code annotiert habe, landet da auch drin. Also welcher Antworttyp Application JSON zum Beispiel zurückgegeben wird, welche Response und halt die Items, die in der Response sind, die entsprechen halt der Definition Animal, die woanders in der Spec steht. Wenn ihr wollt, können wir das auch noch angucken. Einfach Bescheid sagen. Also wer JSON-Schema nicht kennt oder so, für den ist das vielleicht jetzt ein bisschen neu, aber es ist im Prinzip sehr nah am Standard. Ich habe auf jede Folie noch dran geschrieben, wo das zu finden ist im Internet. Ja, soweit. So, jetzt unser Workflow, den wir in der Firma haben. Der fängt hier an. Man kann auch hier anfangen, wenn man die JSON-Spezifikation von Hand schreibt. Wir machen es halt ein Stück vorher. Wir annotieren den Code, das zeige ich gleich mal. Also zuerst annotieren wir den Code, dann haben wir irgendeine Art von Parser, der halt das JSON daraus generiert. Daraus kann man diese HTML-API erzeugen, die ihr eben gesehen habt. Und wie ihr nachher seht, kann man halt noch SDKs daraus generieren. Ja? Ja, genau, kommt alles noch, aber ja, es geht noch. Also wir machen es halt mit Java, da gibt es extra Swagger von Swagger Tools. Es gibt eine ganze Menge Tools von Swagger für alle möglichen Sprachen. Eine Sekunde, und für PHP gibt es eine fremde Bibliothek, die ist, glaube ich, nicht von Swagger, die habe ich auch noch nicht selber benutzt, weil die nur 2 ist. Genau, also das wollte ich nachher auch noch sagen. Es gibt noch eine ganze Menge Alternativen zu Swagger. Für uns ist dieser Prozess jetzt ganz gut, weil wir vom Code aus beginnen und dann alles nach hinten raus vollautomatisch generieren. Ich weiß nicht, kennst du Appigility? Ich nicht. Also wenn man, wie ist da der, okay. Wie ist da so der Pflegeaufwand? Muss man das? Ach so. Und wenn ich jetzt den Code ändere, muss ich dann auch in der Appigility was ändern oder so? Oh.
Ah, okay, cool. Ja. Genau, so jetzt mal zu den Annotations, die wir benutzen. In Java jetzt hier unten ist halt eine Methode, wenn ich mir halt ein Animal bei Name hole, also durch den Namen halt im Pfadparameter, dann annotiere ich hier die Klasse zum Beispiel, welche Response kann es geben, hier, also wenn das Tier nicht gefunden wird, 404, ne, oder die ganze Operation. Das ist das, was nachher im JSON drin landet. Also wie heißt die Methode, was macht sie ungefähr in den Nodes und welcher Response-Typ. Ja, der Rest ist halt quasi mehr oder weniger Standard. Und hier, wie gesagt, für PHP, ne, da gibt es halt da Annotations, die man benutzen kann. Ja, soweit. Dann kommen wir eigentlich schon in Medias Res hier, Code-Generierung. Ich da mal wieder raus. Ah, ausgezeichnet. Genau, also hier zum Beispiel dieses Swagger-Spec-Filter, da komme ich nachher noch drauf. Das ist so ein kleiner Trick, wie man Sachen verbergen kann. Na, da sollte es jetzt gar nicht drum gehen. Ich wollte auch nicht in NetBeans rein. So. Ja. Genau, ich habe mir jetzt hier zwei kleine Skripte gemacht. Das sind, also man benutzt im Endeffekt bei Swagger dann ein Jar, das irgendwo in einem anderen Projekt rumliegt. Man ruft das hier auf, Swagger Code Gen, Cli, und der generiert einem jetzt in dem Fall hier aus einer JSON-Spezifikation, die im anderen Projekt liegt, also im Dateisystem, generiert er mir PHP-Code. Das mache ich jetzt mal gerade. Ja, sehr sinnvoll, ne? So. So. Also, was hat er gemacht? Er hat JSON gelesen von dem Ort, den ich angegeben habe. Dann iteriert er da über die Annotationen, die er findet in dem JSON, und generiert halt verschiedene PHP-Klassen. Ich zeige jetzt mal kurz das JSON. Ja? Nee, das ist kein Source Code. Ich kann ja mal so erstmal so eine. Ja, hier war ja schon diese Ressource. Ne? Also er scannt quasi das hier. Ja, also RP Operation, RP Response. Sekunde. So, das ist der Output, der im ersten Schritt entsteht. Also hier ist die ganze, ganze Spezifikation. Wie die entsteht, da komme ich nachher noch zu. Man kann die, wie gesagt, auch von Hand schreiben. Und hier geht halt den Pfad Pet, Get, das haben wir eben alles gesehen in dem PowerPoint. Und da unten geht es halt dann weiter mit Post und so weiter. Das kommt jetzt alles aus dem Code. Ja, und hier auch wieder auf die Definition Animal. Ich weiß jetzt nicht, wo ist denn hier Bild unten? Hier ist zum Beispiel meine Animal-Klasse dann in der Definition gelandet. Wieder mit Name, Race und Gender. Und hier hat er dann mittlerweile in 2.0 erkannt, dass ein Enum halt nur bestimmte Werte haben kann. In 1.0 war das noch ein bisschen stressiger. Was hat er erzeugt? Jetzt muss ich hier mal ein bisschen. So, in dem Ordner Clients gibt es halt PHP und Java. Ich weiß gar nicht mehr, was wir eben gemacht haben. Ich glaube PHP, ne? Das Java habe ich schon vorher mal gemacht. Also erzeugt halt Composer-kompatible Bibliotheken hier. Dann direkt ein Composer-JSON-File und hier ist wieder mein Animal. Das, ja genau, also hier habe ich zum Beispiel falsch konfiguriert. Strike. Also hier müsste ich noch was fixen. Das zeige ich auch gleich, wie das geht. Das ist alles jetzt generiert aus dem Template. Der iteriert halt über die Klassen und baut sich da was zusammen, was man in PHP wiederverwenden kann. Das kann ich jetzt auch mal in Java zeigen, was da rausgekommen ist. Ja. So. Genau, also hier hat er das Gleiche wieder gemacht. Er hat quasi das Ganze gespiegelt eben und
soweit es geht, halt annotiert. Ich hoffe, ihr könnt das gut lesen. Also da ist wieder mein Animal. Ja, die Klasse kann man halt ohne Abhängigkeiten dann weiter verwenden in Essig. Bitte? Genau, ja. Ja, das kann man auch alles konfigurieren. Ich wollte jetzt gerade mal die Stelle zeigen, wo ich es falsch konfiguriert habe. Was war doch hier im Projekt? Genau, also hier gibt es halt eine Config.json für meine Code-Generierung. Und ja, wahrscheinlich hätte ich dann einfach zwei machen müssen. Also hier oben, ich glaube bei Model Package oder so, eins von den beiden, das ist halt dann gut für Java, aber bei PHP ist es dann eben die falsche Schreibweise. Diese Einstellungen landen dann alle in den generierten Klassen. So, kurz zurück zum Thema. Genau, also hier steht eh nichts von Java drin, zweimal PHP ist auch gut. Genau, jetzt wollte ich euch mal zeigen, wie das mit Mustache funktioniert. Das ist jetzt, hier habe ich das schon offen, also so funktioniert das dann im Endeffekt. Der nimmt dieses JSON, liest das ein und nutzt dann halt ein Mustache-Template. Jetzt sind wir gerade in PHP, genau. Ja, also hier dieses Invoker-Package und bei Namespace-API-Package hatte ich eben diesen Fehler. Ich hoffe, das habe ich, ja genau, ist noch auf, ne? Genau, hier, also hier hat er diesen, das ist jetzt der erzeugte Code, da hat er das hier eingefügt, basierend auf dem API-Package, auf dieser Variable, und die habe ich halt falsch konfiguriert. Wenn ich das jetzt ändere, kann ich ja gerade mal machen, API-Package, oh Gott, so, also ich habe mal die Konfiguration kurz das wird dabei auch spaßig in JSON. Ich mache da jetzt mal was Einfaches hin, weil ich jetzt auf keinen Bock habe aufs Escaping. Dann lassen wir das nochmal kurz generieren. So, und jetzt müsste das in PHP hier. Ja. Doch? Nee, genau. Danke, Dirk. So viel dazu, Vorzeigeeffekt. Ich weiß jetzt gerade nicht, was falsch ist. Auf jeden Fall mit diesem Config.json würde man es halt, wenn ich das API-Package ändere, dann würde der halt eben da zum Beispiel diese Variable in dem Mustache-Template austauschen. Ja, genau, soweit. So, jetzt noch ein paar Kleinigkeiten zu Java und Swagger. Also wie wir es machen, Swagger empfiehlt zumindest in Version 1, dass man das ist in Scala gemacht und dass man diese ganze Scala Runtime eben immer zur Applikation dazufügt und der das dann zur Laufzeit ausliefert. Das war uns aber ein bisschen zu viel. Deswegen haben wir zum Glück dieses Maven Swagger Plugin gefunden. Das scannt halt den Source Code zur Package Zeit. Und generiert dann dieses JSON im Dateisystem und wir bauen halt so ein Uber-Jar, wo das alles reinkopiert wird und das wird dann eben so statisch mit ausgeliefert. Das reicht ja völlig aus, weil sich zur Laufzeit eben die API auch selten ändert. Deswegen ja, passt das soweit. Ich kann das mal kurz zeigen. Oder hatte ich das nicht schon hier? Nee, das hatte ich nicht hier. Was ist mein Mauscursor? Ah, sorry, ich mal aus PowerPoint raus. So, jetzt zurück ins Projekt. So, das ist mein POM. Und hier ist das die Konfiguration für das Swagger-Plugin. Könnt ihr einigermaßen gut sehen. Ne? Also es ist halt dieser ganze Bereich. Und da sagt man halt in dem Plugin, wo er seine Klassen zu suchen hat. Wenn er Swagger UI mit einbinden soll, welche Pfade das hat und so weiter. Das landet dann alles halt in Target und wird dann in das Uber-Jar kopiert. Ja, soweit eigentlich. Fragen dazu? Also es gibt die ganzen Beispiele, sind auch in GitHub im Projekt. Die URL steht ganz am Ende. Wenn es jetzt ein bisschen schnell geht oder so. Ne, weil, also ich habe selber viele
Tage oder Wochen mit Swagger gekämpft, bis ich das so unter Kontrolle hatte. Deswegen zeige ich auch hier jetzt nur so einen kürzeren Einblick. Ja. Ja. Nee, also das hier ist ein Drop-Wizard-Projekt, deswegen sind wir da ganz frei. Mal gucken, ob ich die Stelle finde. Also hier zum Beispiel habe ich dem gesagt, bitte leg die generierten Sachen in Target Classes API Docs. Da können wir mal kurz angucken, was da drin liegt. Da waren wir eben auch schon mal, ne? Ja, API Docs. Ja, da liegt jetzt hier nur Swagger JSON drin. Da liegt das JSON, was der erzeugt hat, drin. Und in dem Projekt habe ich ein GitSub-Modul verwendet für diese Swagger UI. Swagger UI gibt es halt auch offen auf GitHub. Das ist halt direkt von Swagger. Das habe ich halt hier so quasi dann da reingeholt ins Projekt. Der packt das mit ins Target und das landet dann so mit im Jar. Bei Linux haben wir es so gemacht. Wir haben es noch ein bisschen angepasst. Man kann halt Styling damit machen und so weiter. Ne? Das ist ein bisschen im CI der Firma ist zum Beispiel oder andere Sachen. Also man kann auch noch konfigurieren, welche Authentifikation verwendet wird. Das Ganze funktioniert auch mit OAuth oder mit dem API-Key. Ja, da hat man dann relativ viel Freiheit. Ja. Das ist, glaube ich, von denen dann auch noch mit drin. Also das wäre... Ach, die Frage war, ob OAuth eine Fremd... Danke. Ob OAuth eine Fremdbibliothek ist oder ob es ein Swagger mit drin ist. Das ist da mit drin. Ja, das ist halt direkt in der Oberfläche drin, weil ich glaube, mittlerweile nutzen die das auch. Und das kann man... warte, vielleicht ist es ja noch offen hier. Ja, man kann es nämlich auch hier... sorry. Irgendwo konnte man das hier auch noch direkt anstellen. Nee, sehe ich jetzt leider nicht, sorry. Also ich glaube, in dem offiziellen Beispiel vom Swagger Pet Store kann man das noch umstellen in der UI, ob man jetzt OAuth benutzen will oder nicht. Zurück zum Thema. Genau, also ich lasse das jetzt mal so. Also bei Maps, also irgendwelche Rückgabewerte, die völlig frei waren, in den Schlüsseln, da hatte ich einige Probleme. Das erfordert dann teilweise Handarbeit. Da gab es noch einige ungelöste Bugs auch auf GitHub in dem Projekt. Ja, wie man Parameter verbirgt, das kann ich hier mal ganz kurz zeigen. Und zwar in der Pet-Resource. Wo ist es denn? Genau, also hier habe ich zum Beispiel einen Query-Parameter dangerous. Das heißt, ich könnte mir jetzt hier alle Tiere filtern, die gefährlich sind. Und dann haben wir aber aus irgendeinem Grund gesagt, ja, das wollen wir nicht in der API haben. Und da kann man eben hier noch sagen, dass das ein Internal-Parameter ist, der eben nicht auftauchen soll. Dann sieht man halt hier so eine Java-Klasse, die dann von Swagger, von diesem Parser genutzt wird. Und eben verhindert, dass die auftaucht. Und ist das POM? Ist das hier noch? Nein, das war es nicht. Genau, also hier unten seht ihr zum Beispiel, dass ihr noch einen Filter verwenden könnt. Und das ist genau der Filter, den wir eben gesehen haben, der verhindert, dass man diesen einen Parameter in der API dann erscheinen lässt. Genau, also ich hatte es ja schon gesagt, wir packen das alles in Uberjar. Hier ist dann noch eben unser Drop-Wizard-Beispiel. Und wie gesagt, Swagger UI kann man sehr leicht anpassen. Ja, und damit sind wir... Ja? 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 Genau, genau. Also ein bisschen doof ist, was meiner Meinung nach noch... ich weiß nicht, ob es geht. Swagger hat auch eine Unterstützung für... JAX-RS, glaube ich, ohne die Annotationen. Bei uns sind die Annotationen immer mit drin. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wo ich hier die Klasse finde. Swagger-Demo. Resources, Pet-Resource, da war sie ja schon. Hier, also hier holst du dir halt den ganzen Krempel mit rein. Das sind wieder dann ein paar Abhängigkeiten. Ich habe noch keinen Weg gefunden drumherum, aber es wäre mir auch lieber, wenn das ohne ging.
Weil im Prinzip ist ja mit JAX.js alles gesagt, was man so braucht, ne? Ja, genau. Also zur Laufzeit braucht man das gar nicht, ne? Das Einzige, was wir noch gemacht haben, damit Sega UI ausgeliefert wird, das ist aber jetzt, würde ich sagen, liegt auch zum Teil an Drop Wizard. Gute Frage, wo? Ja, hier, ne? Also wir haben hier zwei Assets-Bundle mit reingesetzt, dass der halt diese API-Docs JSON ausliefert und dass er diese Sega UI mit ausliefert. Ja, aber das, weiß ich nicht, ist wahrscheinlich in PHP-Projekten dann auch wieder anders und ja, ist halt in dem Fall jetzt notwendig gewesen. Ja, ich glaube, damit sind wir eigentlich schon am Ende, genau. Dann mache ich nochmal groß. Ja, ach, kann man geil lesen. Also das hier ist ein Rammel, ne? Das ist eine ähnliche Sprache, ich habe jetzt kein Internet. Also da ist das Ganze ähnlich, das ist nur mit YAML gemacht. Das ist von, wie heißt nochmal diese Firma mit dem Message-Bus da? Du weißt das. Die Mule, genau, danke. Genau, das ist von Mule, die haben halt dieses Rammel gemacht, das ist sehr ähnlich. Wie hieß deins noch? Appigility, genau, gibt's. Und, also Alternativen gibt's da genug. Wir haben uns jetzt für Swagger entschieden und ich werde mir aber im Laufe der Zeit mal wahrscheinlich ein paar andere Sachen angucken. Dringend zu empfehlen, da dieser Link mehr. Also es gibt ganz viel von Swagger, wie man noch andere Technologien anbinden kann. Es gibt Sachen für Rails, Love of a Node und also es ist wirklich enorm, was da alles ist. Ja, unser Code liegt da und wenn Fragen sind, dann jetzt oder später. Ja. Wir nutzen das aus YAML, Parameter-Implementation und den REST-Server in JavaScript. Ist wunderschön. Als der Nachteil, um erfolgte Code liegt es dann nur an einer Stelle, ist der Komponent in der Menge profiliert. Gibt es irgendwie die Möglichkeit, die bei der Code-Generierung irgendwie das auf der Folge an der Code einbaut oder muss ich das patchen? Genau, das wäre jetzt auch das wäre auch meine dumme Antwort gewesen. Bei uns ist es tatsächlich so, wir haben eine Kopie von den Templates gemacht, die liegen auch dann im Projekt mit drin und da haben wir halt noch ein paar Anpassungen drin. Also im Prinzip genau, wenn ich genug Zeit gehabt hätte, dann hätte ich auch noch ein Beispiel gemacht, wie man da jetzt nicht Code draus erzeugt, sondern zum Beispiel so einen Graphen, könnte man auch mit Graphis was machen, aber dann in der Realität war halt, ne, keine Zeit. Also man muss halt mit dem Mustache Sachen dann arbeiten, wenn man was ändern möchte. Und der generierte Code ist jetzt auch nicht unbedingt der allergeilste, muss man auch sagen. Ne? Ja, genau. Ja, sowas habe ich gesehen. Aber wir benutzen das nicht. Ne? Aber die, ja genau, das ist natürlich, wäre schön, ja, das so zu haben. Ja. Hat man, also du hast jetzt vorhin ja REST gezeigt, hat man jetzt irgendwie noch einen Vorteil davon, mit REST, ich meine, klar, natürlich, REST ist schön, aber ich meine jetzt für Swagger, weil du musst ja trotzdem alles annotieren. Wir haben auch bei uns in der Firma Dropwissen, das ist so auch traditionell, aber man muss für beide wahrscheinlich gleich ja, also du musst das JSON haben. Das JSON ist das Herzstück. Wie du sagst, das Contract First, dann geht es halt von da los. Aber ohne JSON geht dann in gar nichts. Ne? Ja, ich dachte an die Generation, ich brauche eigentlich, selbst wenn der Rest ist, ich will ja auch nicht jeden Ja, genau. Hier hinten war noch, glaube ich, eine Frage. Ja, ich muss die Frage immer wiederholen. Entschuldigung, ja. 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 Ein Post. Also, ja. Ja. Wo
Also die Frage war, woher die Vorbelegung hier kommt. Und das ergibt, das kann dieses HTML-UI-Projekt aus dem JSON herauslesen. Da steht ja alles drin, welche Ressourcen und welche Klassen. Und der liest halt dieses JSON ein, das Schema, und kann das dann eben vorgenerieren. Also das hier. Genau. Ich weiß jetzt nicht, warum gerade Female, vielleicht stand das als erstes drin. So, ja, du kannst halt hier auch noch rumschalten, ne? Dann siehst du halt eher quasi, wie die Typen sind. Aber die Frage ist halt, was soll er hier reinschreiben? Genau, ja. Ach so, genau, das war, ja. Ja, weiß ich nicht. Aber, wahrscheinlich, ja. Na, also da gibt es viele Stellen, an denen man noch ein bisschen Energie reinstecken kann. Das wäre ja auch, bis das mal alles schön rund ist, muss man trotz dieser ganzen Automatisierung schon noch ein bisschen Liebe reinstecken. Ja. Ja. Ja, also die Frage war, was ist sozusagen das Hauptanwendungsgebiet von Swagger? Ob man jetzt die APIs, also dieses UI generiert oder die SDKs? Die Antwort, keine Ahnung. Ne? Man kann es halt für beides sehr gut verwenden. Und ich würde sagen, das hält sich auch die Waage. Bei uns jetzt in der Praxis ist es halt so, dass viele Kunden schnell mal mit der API was ausprobieren. Die wollen was sehen, was habe ich jetzt hier in meinem Inventar drin. Und es gibt andere Kunden, die sagen, ja, es ist so geil, wir möchten jetzt gerne eine iOS-App haben. Und dann fangen die damit an. Oder Integrationen kann man damit gut bauen, also mit Jira oder Confluence. Wenn man halt das SDK von uns hat, als Beispiel jetzt, dann kann man halt da schnell was bauen, dass man eben in Jira irgendwelche Projekte ausliest und das dann bei uns reintut. Und das geht natürlich dann mit jeder anderen API auch. Also keine Präferenz, würde ich sagen. Ja, dann war es das gewesen. Vielen Dank.